Hallo Leute, die Kamera hat leider ein bisschen rumgesponnen, deswegen seht ihr mich jetzt erst. Und zwar habe ich leider von dem Unboxing schon das meiste gemacht. Also ich hatte hier so einen richtig schönen, tollen Karton und da war alles wirklich richtig, richtig gut verpackt drin. Also wirklich schön, wenn man aufgemacht hat, hat man auch nochmal gesehen, das und das ist mit drin. Und es geht darum, ich stelle euch eine Philips Soundbar vor, die Fidelio, die B1. Zum Einzelnen kommen wir natürlich logischerweise später noch, ganz klar. Was ich will, ist natürlich erstmal auspacken alles. So, wir haben zweimal Stromanschlüsse, ein normales Netzteil, was höchstwahrscheinlich an die Soundbar geht. Und hier in dem Subwoofer wird höchstwahrscheinlich, denke ich mir einfach mal, ein normales Netzteil fest verbaut sein. Gucken wir mal. Dazu ist zu sagen, ich teste diese Soundbar nur. Ich habe danach die Möglichkeit, die zu kaufen. Mal gucken, wie die ist. So, hier haben wir eine richtig, richtig edle Optik. Also ganz ehrlich, die ist richtig nice. Geben wir uns mal ganz kurz. Also richtig, richtig cool. Und dann nicht so eine mega fette große Soundbar, sondern wirklich relativ klein gehalten. Mal gucken, wie der Sound ist. Und hier ist es schematisch halt aufgezeichnet, wie die Lautsprecher verbaut sind. Das ist richtig cool, das finde ich richtig gut, dass man so ein bisschen ja mitgenommen wird. Also nicht nur, ja gut, okay, das ist eine Soundbar, sondern, aha, so und so ist das verbaut und so weiter. Dass man ein bisschen weiß, was los ist. So, hier gucken wir mal gleich, wie sieht es jetzt hinten aus, schauen wir mal. Haben wir natürlich nicht mega viele Steckplätze, klar. Wir haben hier einmal für den Service und einmal ganz genau den Stecker, wo wir halt das ganz normale Steckersystem reinpacken und fertig. Und das war es dann auch schon. Dann haben wir hier noch einmal Luftschlitze und eine LED-Pairing, klar, also fürs Verbinden der beiden Sachen. Und dann gucke ich mal hier noch, Nano Cinema Speaker, auch mega gut verarbeitet hier, auch gleich unten dran noch richtig schön gummiert, nicht irgendwie billig, irgendwas Filziges, sondern wirklich richtig schön gummiert, einwandfrei, sieht richtig, richtig nice aus. Hinten haben wir Optical In, klar, habe ich beim Fernseher halt auch, logisch. Und HDMI In-Out, klar, USB und Strom und Audio In könnte ich ihm auch nochmal geben. Das heißt, dass ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein Handy per Klinke anschließe oder sowas. Das würde halt auch gehen. Also wie gesagt, Verarbeitung kriegt es auf jeden Fall meiner Meinung nach wirklich, ja doch schon irgendwie 2 plus bis, ja, warum soll man eigentlich keine 1 geben? Warum eigentlich nicht? Das sieht echt richtig, richtig cool aus. Und, ach komm, gehen wir mir eins, auf jeden Fall, passt. So, jetzt habe ich das System verbunden, war wirklich ganz easy, weil ich habe von meiner normalen Logitech Z5500, die habe ich auch über einen optischen Eingang halt angeschlossen, musste hier also auch nur das Toslink-Kabel, das optische reinpacken, Strom ran, so wie ich gesagt habe, dieses Netzteil ist halt für die Soundbar und ganz normal an den Sub kommt hier das so rein. Hier wirklich nochmal als Vergleich. Einfach mal so, dass wir sehen, weil wir müssen wirklich dazu sagen, vom Preissegment sind beide ungefähr gleich, wenn nicht sogar komplett gleich. Die Z5500 hat meiner Meinung nach neu um und bei 550 Euro gekostet und dieses Set liegt momentan UVP bei 500 Euro. Das heißt also, besser kann man es eigentlich preismäßig nicht haben. Wobei ich halt auch sagen muss, man kann die Sets schwer miteinander vergleichen. Klar, weil es natürlich ganz unterschiedliche Sachen sind. Ich kann nicht einen LKW damit vergleichen, wie es halt wäre. Okay, der ist ja viel langsamer als ein Mercedes AMG, eine S-Klasse oder sowas. Obwohl sie ja ungefähr denselben Preis haben. Ja, ich kriege natürlich in die S-Klasse nicht ganz so viel an Paketen rein, zum Beispiel. Ne, also hier gucken wir mal, wie der Aufbau ist. Ich mache jetzt mal extra, ohne irgendwas gelesen zu haben oder sowas, sollte man vielleicht nicht machen, ich mache es trotzdem, um wirklich zu gucken, ist es wirklich total easy to use
Oder braucht man, muss man wirklich erstmal in die Anleitung reinschauen? Ist für mich jetzt einfach mal so ein Wert, der auch mit dazu zählt. Gucken wir uns das mal an. Also, jetzt mache ich erstmal meinen Fernseher an. Ich habe gesehen, sie reagiert. Wir haben hier das On-Logo gleich, was hinter dem Gitter integriert ist, also dieses Display. Und jetzt schauen wir mal, jetzt sage ich, ich bin angegeben im optischen Eingang. Weil ich mir jetzt erstmal sagen muss, wo bekommst du denn überhaupt deinen Power her? Einwandfrei, funktioniert. Einwandfrei, und ich merke auch, dass der Subwoofer funktioniert. Ohne dass ich jetzt irgendwas gemacht habe. Also ich habe nicht irgendwie einen Pairing-Knopf gedrückt. Einwandfrei. Gucken wir mal. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Ich nehme euch mal mit. Die GoPro hat natürlich nicht so ein mega gutes Mikrofon, dass man jetzt wirklich einen Unterschied merken könnte. Jetzt schauen wir mal, wir wollen es ja mal richtig wissen. Ja, ihr werdet es, wie gesagt, eventuell in der GoPro selber nicht so wirklich gehört haben. Raumklang bin ich überrascht von. Bin ich wirklich überrascht von, weil ich hätte wirklich gedacht, ich komme halt wirklich nur im Center-Bereich an. Ich filme mal lieber nicht so gegen das Licht. Ich komme nur im Center-Bereich an, aber der Klang entwickelt sich sehr gut. Das ist im Raum sehr, sehr gut. Ich muss dazu auch sagen, ich habe mein Zimmer oder beziehungsweise meinen TV-Bereich extra darauf ausgelegt, dass das relativ quadratisch ist, dass das halbwegs passt. Aber nichtsdestotrotz, das hört sich sehr gut an. Der Bass kommt sehr gut rüber. Aber was ich sagen muss, ist, der ist meiner Meinung nach ein bisschen zeitversetzt. Das ist nicht 100% in Ordnung, meiner Meinung nach. Und er kommt auch zu enorm. Also nicht, ja, selbst wenn ich jetzt runterregel, ich gucke noch mal ein bisschen im Feintuning rum. Logischerweise werde ich das dann wissen lassen. Hier möchte ich euch jetzt noch mal kurz zeigen, wie der Unterschied eventuell ist. Wie gesagt, es kann sein, dass man es von der GoPro halt nicht wirklich raushört, aber einfach wirklich, ich bin echt begeistert von diesem glasklaren Sound von der Soundbar und der Bass. Also ich habe ihn jetzt wirklich nochmal direkt verglichen, ich zeige es euch gleich mit meinem System. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ein glasklarer Sound, wie ich ihn wirklich in, ja, wie soll ich sagen, in dem Preissegment kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das nicht erwartet hätte, da geht man schon davon aus, aber es ist nur eine kleine Soundbar, ihr seht meinen Center, davon habe ich ja effektiv zwei nochmal da, zwei nochmal da, das heißt, ich habe 5 plus den Sub. Alleine guckt euch bitte kurz die Dimensionen an, also dieser Sub und dieser Sub. Das ist doch um einiges anders. Und wie gesagt, die werden nur, beziehungsweise die beiden, werden halt nur über Funk gekoppelt. Also sprich, die haben sich selber gekoppelt und sind fertig. Das heißt, selbst da brauche ich kein Kabel mehr. Also einwandfrei.
Und jetzt, wie gesagt, möchte ich kurz umstecken, dass ihr den Unterschied halt seht, dass da nicht wirklich ein Unterschied ist. So, und hier jetzt über meine normale Anlage. Also wirklich mehr als hervorragend. In dieser Konstellation, in dieser Größe hätte ich wirklich mit diesem Sound-Erlebnis, muss man es echt nennen, wirklich nicht gerechnet. Also von mir mehr als einen Daumen nach oben. Richtig, richtig gut und eine definitive Kaufempfehlung auf jeden Fall. Dann, wie gesagt, hier schauen wir uns das nochmal kurz an. Kann ich halt auch nicht wesentlich viel einstellen natürlich, also klar, an, aus, die Source, also sprich die Quelle kann ich wählen, lauter, leiser, das war's auch, also viel an Spielereien ist hier nicht. Was mir aber noch eingefallen ist, beziehungsweise aufgefallen ist, ich kann halt ein Gerät über Bluetooth direkt koppeln, das heißt also, ich kann direkt rangehen an die Soundbar und mein Handy direkt koppeln und dann darauf etwas wiedergeben. Das machen wir jetzt mal, weil wir haben jetzt den Fernseher nicht mehr gekoppelt über Toslink, sondern gar nichts mehr. Ich habe jetzt sozusagen nur noch meine Quelle, die ich auswählen muss. Und dazu nehme ich jetzt mal kurz mein Handy. Und auch in kürzester Zeit ohne Probleme Fidelio B1 gleich gefunden. Das erste Mal halt verbunden. Mal gucken, ob das klappt. Das hat auch hier einwandfrei geklappt. Jetzt muss ich natürlich bei der Fidelio Bluetooth einstellen, klar. BT, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert, wenn ich jetzt irgendetwas abgebe. Mal schauen. Ich kann es jetzt, nur weil es jetzt effektiv dann Probleme mit der GEMA geben würde, kann ich es jetzt leider nicht abspielen. Aber ich habe es jetzt einfach mal an einem Standardtitel, den ich bei mir auf dem Handy direkt drauf hatte, ausprobiert und ohne Probleme, gleich als erstes, zack, verbunden, ging einwandfrei. Richtig, richtig gut, bin ich sehr begeistert von. Also, wie gesagt, Daumen nach oben für die Anlage selber, für die Anlage selber, für die einfache Konnektivität zwischen den gesamten Geräten, also zwischen beiden, zwischen Subwoofer und der Soundbar und eben auch dieser absolute Plus, wenn man halt zum Beispiel halt ein Handy hat, was man über Bluetooth hat und immer wieder gerne über Bluetooth Musik abspielen möchte, ist das ein totaler Mehrwert. Das könnte ich natürlich mit meiner Logitech-Anlage auch machen, aber ohne die Bluetooth-Funktion. Also sprich, ich müsste immer wieder die Klinke ran, Klinke raus und so weiter. Ist man hier nicht dazu verpflichtet, kann zusätzlich noch ganz normal sein Handy woanders laden, über Bluetooth die Verbindung mit der Soundbar aufnehmen und fertig ist das Ganze. Also richtig, richtig gut, ein totaler Mehrwert meiner Meinung nach. Also auf jeden Fall für 500 Euro ist das definitiv eine richtig, richtig gute Option und ich kann es nur empfehlen. Das war's von mir. Wenn ihr sowas öfter mal sehen wollt, einfach in die Kommentare rein, dann kriegen wir das bestimmt hin. Und ja, ich muss mich da einfach nochmal bei Philips auch bedanken für die Testreihe, die sie mir da zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank dafür. Bis dann.